Sie sind hier, 20. September 2018, 18.11 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Yannick Madden ist die Nummer 116 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Yannick Madden setzt beim ATP-Turnier in Metz seinen Siegeszug fort. Im Viertelfinale kommt es zu einem deutschen Duell, Jan-Lennard Struff scheitert in St. Petersburg. Lucky Loser Yannick Madden und Qualifikant Matthias Bachinger spielen beim ATP-Turnier in Metz am Freitag im Viertelfinale gegeneinander. Der 28-jährige Madden, der für Philipp Kohlschreiber ins Hauptfeld gerückt war, gewann gegen den französischen Davis Cup-Finalisten Benoit Paire mit 6:4, 3:6, 6:3, DATENCENTER, Ergebnisse aus Metz. Bachinger setzte sich gegen dessen Landsmann Gregor Berrere mit 6:0, 6:3 durch. Struff scheitert an Team in St. Petersburg, war dagegen das Achtelfinale Endstation für Davis Cup-Spieler Jan-Lennard Struff. Der 28-Jährige unterlag dem an Nummer 1 gesetzten Österreicher Dominic Thiem mit 6:7, 4:7, 4:6. Sportinformationsdienst.